nicht im Kopf. Das wollte ich Erlebniswelt in der Therme Erding. Diese. Aber wir gucken weiter. Dann für euch Muss einfach, man wenn man hierher geht, bringt euch diese kleine Handseife mit von den was? Plätzen. Hallo liebe Zielgruppe zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Es geht um den Wohnmobilpark Erding. Herzlich willkommen! Der Wohnmobilpark Erding ist direkt an der Vitaltherme oder an der Therme Erding, also ganz schnell zu finden und auch nochmal für euch ganz schnell zu lesen. Stromanschluss an allen Plätzen, Bäckerei im Foyer, haben wir geprüft. Dann Fähr- und Entsorgungsstation, Müllentsorgung und WC, alles da. Was kostet jetzt eine Nacht auf diesem Platz? Er kostet 14 Euro, zwei Tage 26 Euro, 38 Euro und dann jeder weitere Tag 12 Euro. Wenn man vorher oder wenn man gleich zahlt, dann kommt man auf 4 Stunden Extras. Dann Hunde sind anzuleinen und Zeltaufstellung verboten. Schauen wir uns den Platz einfach mal an. Und zwar hier seht ihr einen Riesenplatz. Der soll normalerweise wahrscheinlich nicht so aussehen, sondern das könnten zwei sein. Man sieht, da sind solche Holzstäbe dazwischen. Also das würde so passen. Und insgesamt gibt es auf diesem Platz 60 Plätze. Also für 60 Wohnmobile gibt es Plätze. Und um euch das einfach mal zu zeigen, wir haben zwei verschiedene Arten oder wie groß sind diese Plätze. Wir sehen da so einen schwarzen Bulli. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Also den gibt es dort. Und dann hat man hier zur Linken so ein Morello. Der kommt aus der Schweiz. Also ein Riesenteil passt auch auf diesen Platz. Strom gibt es auch an diesem Platz. Das ist hier zu sehen am Automaten. Also hier sind gleich mal 6 Plätze, wobei die 5 defekt wäre. Sprache ist auszuwählen. Und was es kostet, das blende ich euch ein, denn das habe ich aktuell nicht im Kopf. Das wollte ich sagen, ich habe es nicht im Kopf. Ich weiß nicht mal, was ich sagen wollte. Auch das habe ich nicht im Kopf. Und wie gesagt, wir gehen von unserem Platz, also wie gesagt, dort ist er. Gehen wir einmal rüber und gehen in die Richtung. Ich hoffe, ich wackele nicht so sehr. Und dort sind die Toiletten und der Kassenautomat. Und das zeige ich euch jetzt. Wir den Kassenautomat im Königreich Bayern. Er ist relativ einfach zu bedienen. Dort, wo es blinkt, kommt das Ticket rein. Dann kann man die Sprache auswählen und halt angeben, wie viele Tage wir machen wollen. Dann nochmal die Gebühren, sind also auch nochmal dargestellt. Sie nehmen keine 50 Euro Scheine und keine 100 Euro Scheine an, das muss man wissen. Und wie gesagt, Geldscheine dort, Münzen dort und Kartenzahlung aktuell nicht möglich. Dann habt ihr hier ein paar Informationen zur Erlebniswelt in der Therme Erding. Und gleich nebenan hat man so einen kleinen Plan. Es gibt zum Beispiel einen Erdinger Umgebungsplan. Da sieht man zum Beispiel, wo ein Hagebaumarkt ist mit Gasflaschen, immer interessant. Einkaufsmöglichkeiten, falls man eine Werkstatt braucht. Wunderweise VW und Audi zeigen die dann an. Sind das die einzigen, die Werkstätte brauchen? Hm, komisch. Dann entsprechende Geschäfte. Dann hat man dort die S-Bahn Alten Erding. Man kommt also auch hier ohne Probleme hin zum Platz. Und dort hat man den Wohnmobilpark und die Therme und natürlich weitere Informationen. Wir hätten euch jetzt gerne natürlich gezeigt, wie das funktioniert mit dem Ticket. Jetzt muss ich dazu sagen, es ist Versuch Nummer 3. Das ist jetzt langsam wirklich unfassbar. Der dritte Versuch. Weil jetzt hat der Ton wieder nicht funktioniert. Wir wissen nicht, was los ist. Ich hoffe, dass er jetzt funktioniert, sonst kriege ich die Krise. Aber wir gucken weiter.
dann für euch einfach mal zur Info. Dort haben wir normale Wasserstation und hier gibt es einen kleinen Clou. Für 10 Cent gibt es Kaffeewasser. Und zwar 5 Liter bekommt ihr dort. Also wenn ihr das braucht, für 5 Liter für Kaffee, ganz in Ordnung. Dann haben wir hier Frischwasser. Jetzt würdet ihr sagen, wow, umsonst? Nein, nicht ganz, denn hier ist die Information. Da steht auch drin, Schlauch verbinden, Münz einwerfen. 1 Euro kostet es, dafür kriegt ihr dann 90 Liter. Und wenn ihr Abwasser bzw. Schwarzwasser, das könnt ihr hier entleeren. Ihr müsst diesen Penüppel da hoch machen und dann könnt ihr auch noch ausspülen. Grauwasser werdet ihr hier los. Dann Müll gibt es hier. Altpapier, Mischglas und normales Hausmüll wird also hier schön sortiert. Und dann kommen wir zu den Sanitäranlagen. Und das finden wir super. Hier gibt es Sanitäranlagen. Unter anderem ein Urinal. 4 Stück an der Zahl. Eins ist gerade kaputt. Es geht. Ne? Also sind jetzt nicht die Bombendinger, aber sie funktionieren. Dann ganz normale Toiletten. Entschuldigung, so muss ich zeigen. Gibt es hier. Aber nur Kaltwasser, kein Handtuch oder irgendetwas anderes. Das ist alles nicht mit drin. Dann Duschen. Die gibt es ja auch. Sogar mit Licht. Und schön warm. 4 Minuten Duschen kosten 1 Euro. Und du kannst noch ein bisschen mehr reinwerfen. Solange Geld drin ist, solange läuft das Wasser. Nicht gerade das Modernste, aber wie gesagt, wenn man mal duschen will und gerade Bullifahrer haben ja normalerweise keine Dusche und dafür ist das schon ganz gut. Daneben sind die Damentoiletten. Die haben das komischerweise auch nicht. Also es gibt kein Warmwasser, es gibt keine Handtücher und keine Seife. Finden wir ein bisschen schade. Daran muss man denken, wenn man hierher geht, bringt euch diese kleine Handseife mit. Und was ich sehr interessant finde, warum, liebe Damen, ist das bei euch immer so? Keine Tampons oder Binde in die Toiletten werfen. Macht ihr sowas? Warum? Sowas macht man doch nicht. Aber das müssen wir als Männer nicht verstehen. Dann hat man hier noch eine Wiese, könnte man theoretisch einen Stuhl hinstellen, wenn man das möchte, oder irgendetwas anderes. Zelten, wie gesagt, ist verboten. Das ist nicht erlaubt. Ja, meine Lieben, wenn ihr euch wundert, wo der Stefan ist, warum ist der Stefan jetzt nicht mit dabei? Wie gesagt, es ist der dritte Versuch, dieses Video zu drehen. Das ist echt schwierig, heute dieses Video zu machen, da hat er keinen Bock mehr gehabt. Er macht jetzt was zum Essen. Dann Randinformation, wir sind am 6. November hier, 2019. Und das ist ein Mittwoch, dementsprechend ist hier gut Platz. In den Ferien, am Wochenende, müsst ihr wirklich schauen, ob ihr hier Plätze bekommt. Weil, wie gesagt, es passen 60 Leute Wohnmobile her, aber das muss nicht bedeuten, dass ihr, wenn ihr herkommt, auch noch einen Platz bekommt. Und bevor ihr rauf habt, unbedingt schauen, gibt es hier was Freies oder nicht. So viel zur Vorstellung vom Wohnmobilhafen hier in Erding. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gerne einen Daumen nach oben, also gerne liken. Dann teilt es in irgendwelchen Gruppen, damit jeder diese Informationen bekommt. Wenn sie für euch meint, also wenn ihr meint, die waren wichtig, dann bitte gerne teilen. Dann würde ich sagen, wenn ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare reinschreiben, also da unten. Wir versuchen sie schnellstmöglich und bestmöglich natürlich zu beantworten. Und was gibt es noch zu sagen? Dann abonnieren. Na, kann man mal nebenbei machen. Einfach abonnieren und am besten das Glöckchen klicken, weil dann werdet ihr sofort informiert, wenn ein neues Video online geht. Falls ihr schon mitbekommen habt, sie kommen momentan wohl nicht alle 2 Wochen, also nicht alle zweimal in der Woche, sondern nur einmal die Woche. Und da ändern sich ab und zu mal die Tage. Es kommt darauf an, wie schnell wir hochladen können. Wir haben zwar unsere festen Tage, aber ab und zu geht es nicht. Und damit ihr es nicht verpasst, einfach die Glocke klicken und schon wisst ihr Bescheid. Dann war es das von dem Video.
Freut euch auf das nächste Video hier auf unserem Kanal, hier bei Kreuzfahrt Burly. Ich sag ciao und gehe zum Essen und bye bye. Mit dem Turm da dran. Stephanskirche. Oh. Das habe ich nämlich gerade gesagt. Hier war früher. Genau, und wenn du jetzt mal zurück. Einmal haben wir da noch eine Kirche. Da hinten ist wieder das Tor. Das Neustädter-Tor. Da, dort geht es zur Elbe. Näher dran an diesem tollen Turm. Wir werden das dann gleich.